So, willkommen, liebe Leute, zurück bei Ein Leben und ein Tod im Zane. Wie ihr mich kennt, ich bin heute etwas wieder am Zane aufnehmen und mal schauen, wie viele Folgen es noch geben wird, bis die Alpha 11 kommt. Wir haben noch nicht wirklich viel geschafft. Wir werden uns jetzt hier unten mal die Federnester holen, die es hier unten noch so gibt. Und wir sollten nicht vergessen, also ich habe jetzt noch zwei oder drei Federn oben gelootet und dann noch ein paar Federn zu Crossbow Bolts gemacht. Wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Wie gesagt, es ist alles nicht so einfach. Da ist ein Hase. Das heißt, wir machen uns ganz kurz Lagerfeuer. Wenn ich den finde. Wo bist du denn? Hab ich dich nicht gerade hier getötet? Hallo? Na gut, ich werde ihn da hinten mal töten. Der Hase scheint weg zu sein. Toll, da ist jemand gespawnt. Ja, der Hase ist weg, ne? Der Hase ist weg. Gut, lass uns mal die Nester hier holen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Federn und so. Essen, ganz wichtig. Brauchen wir auch bald wieder. So, da oben waren wir. Das eine Nest haben wir gefunden. Hier war nur noch ein Nest. Ich hatte zwischenzeitlich eine Aufnahmepause. Ach, das ist schon leer. Gut. Da ist noch eins, oder? Ist das auch schon leer? Ja, ist schon leer. So, da hinten sind zwei große, dicke. Wenn ihr stehen bleibt, kriege ich euch bestimmt. Ja. Und du? Bleib stehen. Ist ja noch einer. Was die Zombies da wieder sollen. Später. Da ist ein Hase. Gut. Ja, anstrengend, weil man weiß ja nie, was die nächste Ecke so bringt und wo der nächste Zombie herkommt und welche Federn man noch hat. Oh, ein Pinker, das ist gut. Und so weiter und so weiter. Also für den Hase brauche ich. So, jetzt aber. Du bist meine Webbit. So. Da ist auf jeden Fall ein Nest. Ich sag euch, gar nicht so einfach. So, wir haben noch ein paar Steinchen. Das heißt, wir machen uns hier noch schnell ein Lagerfeuer, was trinken und was essen. Im Notfall muss ich wohl so ein Stück hier Old Vantage nehmen, wenn gar nichts geht. Läuft. Wir haben eine Dose Trinken, die trinken wir schon mal. Und wir haben hier jetzt was zu essen. Das ist nicht viel wert, aber es ist zumindest etwas zu essen. Besser als nichts.
So, das sind 40 Sekunden. So. Okay, liebe Leute, das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Die Folge erscheint nach dem Livestream. Das heißt, im Regelfall sollte die am Samstag erscheinen, wenn nicht schon die Alpha 10, Alpha 11 vorliest ist. Und da freue ich mich ganz besonders. Die haben jetzt wieder einen neuen Blog-Eintrag auf ihrem Dings, auf ihrem Blog von Madmull. Und da gibt es jetzt ein bisschen mehr zu sehen und so. Aber ich denke nicht, dass das dieses Wochenende released wird. Dafür ist es noch zu viel Arbeit, die sie wahrscheinlich haben. Die haben einige Fehler noch, die sie erheben müssen. Und ich glaube nicht, dass sie die vorher releasen. So, ich würde ja gerne ein bisschen Fett abkochen. Aber ich habe keinen Topf. Von daher wird es schwierig. Mir mal so einen Eisenknüppel machen. Bleibt mir eher fern. So. Ja, wir haben es bald dunkel. So, wir nehmen mal jetzt ein bisschen Trinken mit. So fertiges Trinken sollte reichen. Ach ja, die Uhr wieder mal, ne? Ich kenne das ja. Wir haben, also 5 Minuten spielen wir bestimmt schon. Das heißt, wir nehmen mal noch, na, so viel auf, so. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, wir müssen noch ein paar Stäbchen machen. Wir brauchen neue Pfeile. So, wir gehen schon mal ein bisschen durch die Gegend. Brauchen wir ja nicht mehr das Lagerfeuer. Das ist jetzt eh verbraucht. Also, wir können es natürlich wieder anzünden, aber ich meine. Wir brauchen Hasen. Hasen. So. Müssen wir gucken. Da ist die Straße, da wollen wir ja hin. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen über die Wiesen. Denn sonst kriegen wir ja, wenn wir jetzt durch diesen See hier schwimmen, nicht wirklich was raus. Das heißt, wir wollen dahin. Also müssen wir da herüber. Okay, alles klar. Also doch mal rüber. So, das Schöne ist, wenn man schwimmt, man braucht nicht springen, weil man kann jetzt hier in dem Fall so schwimmen und so schwimmen, einfach mit der Maus nach oben und dann tut man so wie gleiten im Weltall, wer es noch nicht wusste. Okay, da ist ein Schwein, ne? Irgendwie kann man die Pferde draufschießen, wie man will. Wenn der einmal Akku auf dem Schwein ist, war's das wohl. Warum auch immer. So. Puh, der hat mir eine drüber gegeben, ey. Lagerfeuer. Ja, ich weiß, ich habe ziemlich viele Lagerfeuer jetzt überall hier rumstehen, aber zweimal Pork, das lasse ich mir nicht entgehen. Da könnte ich ein bisschen voller werden. So. Rein damit. Oh, gut. Weg damit.
So. Ja. Du da hinten. Interessierst mich eigentlich nicht. Wobei, eigentlich schon. Oder kommst du mir verdächtig nah? Sieht ziemlich verkohlt aus, ne? Aber ich bin mir fast voll. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, wir müssen mal so ein bisschen gucken. Da ist nämlich auch noch einer. Ja, das war so ein Schreihals. So, wir brauchen neue Crossbow-Bolts. Man sieht hier nicht sehr viel. Aber immerhin eine Hülse. Toll. Okay, links ist was. Gehen wir ins Wasser zurück. Können wir ein bisschen besser verteidigen. Leck mich doch am Arsch. So. Zombies, leck mich am Arsch. Weh, sowas. So, ich brauche mal neue Steine. Schwester, bleib stehen. Ja, ja. Ist auch gar nicht so einfach. Eine Binde, die kann man sich gleich mal nehmen. Krankenschwestern hier. Das Tal der Krankenschwestern, so wird wahrscheinlich die Folge heißen, ne? Das Tal der Krankenschwestern. Oder der See der Krankenschwestern. Irgendwie so. Oh Mann. Hä? Wo sind die umgefallen? Ist meine Beute wieder weg? So weit waren die doch gar nicht. Da ist sie. Das hat mich jetzt nicht gesehen. Okay.
Was soll ich sagen, ne? Gar nicht so einfach. Das ist schwer. Jeder, der das schon mal gespielt hat, weiß, dass das echt wow ist. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ja nicht die sensitiv runter machen. Wir haben es nämlich bald dunkel. Na klar. Sieht lustig aus. Ah ja. Was mache ich jetzt? So, dann bleib ich jetzt hier oben. Ich hoffe, sie folgen mir nicht da hinten in den Hase. Okay. Wow. Weg hier, ey. Es wird Zeit, dass es dunkel wird. Oh Mann. Ich will sowieso in die Richtung, aber. Zeit, dass es dunkel wird, dass sie mich hier in Ruhe lassen. Ja klar, jetzt locke ich alle an. Lass mich in Ruhe. Ab in den See. Boah, das ist echt grässlich. Jetzt natürlich die Folge endet.
Mitten im See. Das ist herrlich. So. Müssen die irgendwie aus der Schussbahn raus? Und ihr seht schon, es ist nicht einfach und man ertrinkt. Ja, ich bin tot, ich bin ertrunken. Und das direkt mit einmal, obwohl ich noch Leben habe. Ja, liebe Leute, das war's von den 10. Wir haben 3 Folgen überlebt. Ist gar nicht so einfach. Und ihr seht schon, wir müssen einen Cut machen. Ich trinke mal meinen Beruhigungstee. Es war nicht einfach. Es ist nicht einfach und ich glaube, ihr könnt es verstehen. Aber das war gerade, war wieder mal so ein Tod, der völlig unlogisch ist, weil ich hatte eigentlich noch was zum Leben. Aber das ist nicht so schlimm. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und mal sehen, ob ich noch eine Folge aufnehme. Bis dann. Tschüss.